Kennt ihr noch Taddel und Luna und Adi? Die drei sind nicht mehr miteinander befreundet. Ich habe länger nicht mehr über die drei nachgedacht, aber ich war schon ziemlich geschockt, dass sie jetzt nicht mehr befreundet sind. Aber ich erzähle euch jetzt mal wieso. Macht gerne das Plus weg, falls ihr solche Themen rund um Popkultur mögt. Das alles kam raus, weil Luna vor ein paar Tagen ein Video auf YouTube gepostet hat. Zuerst war das Video eigentlich ganz süß, also sie hat einfach über die gemeinsame Zeit geredet von den dreien und auch gesagt, dass die jetzt eigentlich zu dritt ein Grundstück kaufen wollten. Dass Taddel aber sehr unerwartet die Pläne abgebrochen hat. Und ja, einfach beschlossen hat, dass er sich eher zurückziehen will und zurück nach Deutschland ziehen wird alleine. Dann hat sie das Video gelöscht und dazu dieses Ask gestern beantwortet auf Instagram. Macht gern Pause, wenn ihr es lesen wollt, aber ganz ehrlich, es ist so lang, man kann es kaum lesen, deswegen fasse ich euch jetzt einfach alles zusammen. Also basically sagt dieser Text nur, ich habe das Video gelöscht, weil ich es löschen wollte. Aber so zwischen den Zeilen merkt man, dass Taddel einfach nichts von diesem Video wusste. Und das Video deswegen irgendwie so ein bisschen unpassend war, auch wenn es vielleicht nett gemeint war von ihr. Und deswegen ist dieses Video jetzt offline. Wir wissen also nicht genau, weshalb Taddel diesen Kontakt abgebrochen hat. Aber ich habe ein paar Vermutungen. Luna und Adi haben sich in eine merkwürdige Richtung entwickelt und wirken so, als seien sie sehr in ihrer eigenen Bubble, was Ansichten angeht. Ich meine, viele werfen ihr vor, dass sie Querdenker-Gedanken teilen. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht, wo ich eben erklärt habe, dass Luna teilweise auch rechte Medien teilt. Aber Luna hat sich dazu auch schon geäußert und hat halt immer wieder diesen Eindruck versucht zu erwecken, dass sie sehr offen ist und dass sie Kritik annimmt und dass sie auf gar keinen Fall recht sagt. Und ich kaufe denen das nicht ab. Ich finde die extremst sus. Ich habe das Gefühl, dass sie sich beide als viel offener darstellen, als sie eigentlich sind. Die Tatsache, dass Taddel den Kontakt jetzt abgebrochen hat, bestätigt diese Vermutung von mir nur noch viel mehr. Ich glaube, Taddel konnte sich meistens noch nie mit den Meinungen identifizieren, die vor allem Luna gepostet hat und Adi ja auch geteilt hat. Und ich glaube, er hat die beiden halt einfach zu sehr geliebt und es war vielleicht auch so eine Codependence und deswegen konnte er sich davon nicht so richtig distanzieren. Aber ich glaube, jetzt hat er durch seine neue Frau diesen Punkt erreicht, wo er das kann. Weil ja, voll krass, Taddel ist einfach verheiratet. Und ich glaube, das hat ihm jetzt einfach so diese nötige Perspektive gegeben, dass er sich vielleicht von seinem alten Kreis einfach jetzt trennen muss. Tut mir aber wirklich voll leid für Taddel, weil ich weiß noch, wie er früher immer gesagt hat, dass seine Freundschaft zu Adi ewig halten wird, weil die einfach auf so einem anderen Level befreundet sind. Und natürlich auch mit Luna, also die waren jetzt zu dritt einfach so, so eng. Also ja, irgendwie voll traurig. Was sagt ihr zu dieser ganzen Sache? Habt ihr dazu vielleicht noch eine ganz andere Vermutung oder eine ganz andere Meinung? Schreibt es mir in die Kommentare und macht das Plus weg.